Wir kommen hier in Hui. Wir haben noch 3 Stunden, bis die Fahrer da sind ungefähr. Und ich habe die deutsche Kurve gefunden, die ihr da hinten sehen könnt. Es sind 2 Deutsche, zumindest mit Fahne da. Ich denke, da hören noch einige andere Deutsche dazu. Die werden nachher Toni Martin anfeuern, dass er hier heute 3 Sekunden auf Cancellara rausfährt und vielleicht das gelbe Trikot holt, was er gestern ja leider verpasst hat. Auch weil Mark Cavendish nicht richtig durchgezogen hat im Sprint. Darüber habe ich mit Toni Martin heute Morgen am Teamhotel nochmal gesprochen. Und das könnt ihr euch jetzt mitnehmen. Toni, gestern ziemlich große Enttäuschung zum zweiten Mal hintereinander. Was war das für eine Achterbahn der Gefühle? Du musst auf den letzten Kilometern gedacht haben, ich hab's gelbe und dann ist es doch weg. Ja, also als wir dann mit der Gruppe weg waren und ich realisiert habe, dass Ron Dennis auch nicht dabei war, habe ich die Chance fürs gelbe Trikot auf jeden Fall gesehen. Als wir dann auf den letzten 5 Kilometern über 1 Minute Vorsprung hatten, da war ich mir fast sicher. Ich hätte nicht erwartet, dass Cancellara bei diesem doch top besetzten Fahrerfeld, das vorne war, wirklich da in die Top 3 noch fährt. Er hat stark gemacht, wir haben es so laut, muss man ganz klar sagen, und dementsprechend natürlich dann war die Enttäuschung sehr, sehr groß. Hast du ein kleines Sorry bekommen von Marc oder ist das nicht nötig in so einem? Doch, wir haben es ausgesprochen und es tut ihm auch unendlich leid, wie das Ganze gelaufen ist, und wir haben die Situation auf jeden Fall bereinigt und sind auch bereit, in den nächsten Etappen erneut anzugreifen. Er hat voll an den Sieg gedacht wahrscheinlich, und nichts anderes. Ja, er ist eben Sprinter und klar, wollte beides, wollte das gelbe Trikot und den Sieg, und ja, wenn sowas dann schief geht, dann ist die Enttäuschung natürlich umso größer. Jetzt heute besteht zum 3. Mal in Folge theoretisch die Chance auf gelbe Trikot, zumindest sehe ich das so. Siehst du das auch so? Kannst du es heute holen? Die Chance ist da, aber sicherlich ist sie nicht ganz so groß, denn diese Ankunft ist natürlich nicht gerade meine Spezialität. Mit Cancellara und Tom Dumoulin sind natürlich 2 Leute um mich herum, die sowas sicherlich irgendwo auch können. Wird vielleicht eine Tagesformentscheidung heute werden, also ich bin mit der Sache nicht zu sicher. Aber ich gebe auf jeden Fall eine Chance. Ich hab mal nachgeschaut, das letzte Mal, dass du dort gefahren bist, zumindest bei Flèche Wallonne, war vor 4 Jahren. Dieses Jahr. Dieses Jahr nicht mal, okay. Alles klar. Hast du gut recherchiert. Dann habe ich nur dieses Jahr nicht nachgeschaut, die anderen Jahre nachgeschaut. Ja. Wie viel verliert man da, wenn man Vollgas hochfährt? Ja, es ist schon ein Anstieg von 3-4 Minuten und bei dieser Steilheit sind natürlich Körpergewichtsunterschiede schon wirklich entscheidend. Also ich denke schon, dass ich auf die Topfahrer vorne 20, 30 Sekunden verlieren kann, aber das sind ja nicht die Leute, auf die ich gucken muss. Die Konzentration liegt wirklich auf Cancellara und Stimme dann. Okay, weil Uran könnte theoretisch auch ins Gelbe fahren. Und 30 Sekunden hinter dir, ist das eure Option B dann fürs Gelbe? Ja, er wird sicherlich neben mir auch sehen, dass er natürlich vorne mit reinfährt. Wäre auch eine Option auf jeden Fall. Dann könntest du ja morgen auf dem Kurbel, also auf den Kopf der Klasse übernehmen. Dann viel Spaß heute. Ja, danke. Na, einen peinlichen kleinen Fehler habe ich da gemacht. Ich habe beim Recherchieren der Flèche Wallonne-Ergebnisse das von 2015 vergessen und deswegen nicht festgestellt, dass Toni Martin auch dieses Jahr da beim Flèche gefahren ist. Aber grundsätzlich, der Trend bleibt der gleiche. Er hat jedes Mal, wenn er hier beim Flèche gefahren ist, rund 1 Minute verloren, bis er oben im Ziel war. Das sollte heute ein bisschen anders sein, wie er schon selbst eingeschätzt hat. Mal sehen, was dann am Ende bei rauskommt. Was gestern ein bisschen untergegangen ist, ist, dass John Degenkolb den am Zwischensprint den ersten Platz aus dem Feld heraus belegt hat, dann aber nachher leider den Anschluss verloren hat und dadurch wichtige Punkte fürs grüne Trikot eingebüßt hat. Mit dem werde ich nachher versuchen, im Ziel nochmal zu sprechen, und dann werden wir sehen, ob er vielleicht uns was für morgen versprechen kann fürs Kopfsteinpflaster, weil das wahrscheinlich sein großer erster Tag ist. Ich bin jetzt noch mal ein bisschen weiter hochgelaufen. Jetzt sind wir hier ungefähr 250 Meter vom Ziel. Auch hier wieder deutsche Fahnen, wie ihr sehen könnt. Und ist gut besucht. Der deutsche Sieg gestern hat bestimmt auch ein bisschen angefangen. Mit dem habe ich gestern Abend noch gesprochen. Bin extra ins Hotel nach den Werten gefahren zu Lotto und zu Ethik. Toni Martin habe ich nicht mehr erwischt. Wie gesagt, den dann heute Morgen. Patrick Greipel habe ich gestern noch gesprochen. Die haben Kuchen gehabt. Den gibt es immer zum Etappensieg bei Lotto. Abends. Dann hat er noch einen TV-Auftritt gehabt im belgischen Fernsehen. Die machen jeden Abend mit dem jeweiligen Etappensieger eine Studiosendung im Teamhotel.
könnten sich vielleicht andere Fernsehsender auch mal ein Beispiel dran nehmen, wobei das in Belgien natürlich eine ganz andere Liga ist. Und dann habe ich bei dem Hotel auch geschlafen und heute Morgen gab es eine ziemlich böse Überraschung. Und zwar ich habe 7 Autos gezählt, angeblich sollen es über 11 gewesen sein, aufgebrochen worden heute Nacht auf dem Hotelparkplatz, die Scheiben eingeschlagen und die Diebe haben versucht, irgendwas mitzunehmen. Bei den Teamwagen war das nicht möglich, weil die Teams kennen das Problem. Deswegen nehmen die abends alles aus dem Auto mit raus. Aber wie das bei den Privatfahrzeugen war, auch einige aufgebrochen worden, da weiß ich leider nicht, was da geklaut wurde. Grundsätzlich ist es ein Dauerproblem bei der Tour. Schon am Samstag in Utrecht wurde von einem deutschen Kollegen 2 GoPros geklaut, aus dem Auto auch. Da haben sie die Heckscheibe eingeschlagen. Das wiederholt sich hier immer wieder. Und ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Schiss, dass irgendwann mal, wenn ich abends im Auto liege, mir die Scheibe eingeschlagen wird. Aber bisher ist es soweit noch nicht gekommen. Bis später.